Hallo und ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde. Was geht bei euch? Ich bin jetzt mal wieder euer Podcast Freak Number One. Und ja, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe mich in den letzten Tagen nicht so sehr gemeldet mit meinem Podcast, weil ich mich einfach nicht so gut gefühlt hatte. Und darum geht's nämlich auch genau heute gehen. Nämlich ein bisschen Freestyle-technisch. Also ich werde hier so ein bisschen themenunabhängig vor mir hinprabbeln, aber natürlich in Reflexion der letzten Situationen und Lebensabschnitte, die in meinem Leben waren, um euch dort vielleicht auch ein klein wenig zu inspirieren und ja, euch da vielleicht ein paar Ratschläge geben zu können, wie man ein glückliches und befreites Leben führen kann. Ja, ich bin nicht perfekt, ja, das soll ja auch gar nicht immer so rüberkommen, als wenn ich hier die Lösungen für alles auf der Welt habe, aber ich denke, ich bin nicht alleine. Und viele von euch wird es bestimmt auch so wie mir gehen und deswegen werden die Dinge, die mir geholfen haben, sicherlich auch euch helfen. Und deswegen, ja, als allererstes vielleicht sollte man sagen, ja, mir ging es schlecht. Ja, ich habe mich wie scheiße gefühlt, ich hatte Komplexe gehabt, mir ging es nicht so gut und egal wie sehr du dich befreit hast und ich hatte schon krasse Erfahrungen gehabt, dass ich mit Gott eins war, dass ich mit dem Universum eins war und so weiter und so fort, ja, ich hatte schon gerade die krassesten, heftigsten Erfahrungen, die ich mir hätte vorher niemals ausmalen können und trotzdem, ja, und trotzdem gibt es auch immer wieder Lebensabschnitte, wo ich mich schlecht fühle und ich denke, dass es einfach ein sehr wichtiger Punkt ist, den man mal nennen sollte, dass es einfach, dass das Leben so ist, ja, dass das Leben nicht so ist, wie man sich das vielleicht gerne vorstellen möchte, dass man irgendwie unverletzbar ist, ja. Ich sag, gibt es auch einen schönen Spruch, den habe ich mal in irgendeinem Film gesehen, genau, bei Peaceful Warrior, den fand ich wirklich sehr schön, habe ich mir gemerkt, ein Krieger, ja, der wahre Krieger, der steht nicht für Unverwundbarkeit, sondern er steht für absolute Verwundbarkeit. Versteht ihr? Das Leben, das hat seine Facetten und hat seine dunklen, negativen, schmerzvollen Seiten. Und es ist einfach arrogant und überheblich zu meinen, dass man sagt, das gehört nicht zum Leben dazu. Pfui, was ist das? Und das ist einfach eine falsche Herangehensweise, meines Erachtens. Wenn man sich zum Beispiel auch mal anschaut, wie Kinder spielerisch mit ihren Schmerz umgehen, ihn komplett annehmen, ihn komplett akzeptieren in ihren Organismus und ihn natürlich dementsprechend nach außen schreien, nach außen heulen, was auch immer, kratzen, beißen, wie auch immer, ja. Und das ist einfach eine viel echtere, authentischere und natürlichere Herangehensweise an das Leben und an die Facetten des Lebens. Deswegen bitte ich euch, vielleicht das auch mal im Leben zu akzeptieren, wenn ihr das noch nicht akzeptiert habt, dass es einfach auch negative Phasen gibt. Und diese negativen Phasen, die sind einfach auch wichtig, wertvoll für uns. Denn, ja, Diamanten entstehen nur unter Druck und ne, man kann das auch sehen als eine Art, als wenn man sich durch die negativen Seiten, durch den Schmerz am Leben abreibt, ja, man reibt den Scheiß ab, man reibt den Mist ab, der sich dort irgendwie festgesetzt hat, um dann wieder mit neuer Kraft hervorzukommen. Ganz wichtiger Punkt also. Ja, und mir ging es halt eben schlecht. Ich hatte, auf einmal war meine Energie weg, ja, das war einfach so, oh, auf einmal, huh, was ist passiert? Ich habe keine Ahnung, was passiert war, es war einfach von heute auf morgen, bam, Energie weg, komplett destroyed. Dann natürlich auch gleich direkt krank geworden, ja, so ein bisschen Schnupfen, Erkältung gehabt. Man könnte sagen, ja, das liegt jetzt nur an der Erkältung, aber nein, das war nicht nur die Erkältung. Ich hatte auch schon Erkältungen gehabt, Krankheiten gehabt, da habe ich mich auch, obwohl ich krank war, trotzdem noch sehr positiv gefühlt, trotzdem gut gefühlt. Es war ein bisschen mehr als das. Es war auch eine emotionale Geschichte und das hat man auch daran gesehen, dass sobald ich gesund war, mich trotzdem nicht besser gefühlt hatte, ja. Mir ging es trotzdem noch beschissen. Und der Hauptfaktor diesbezüglich war natürlich mal wieder Stress, ja. Stress, ich bin ja auch Familienvater, müsst ihr wissen, hab noch einen Job nebenbei, das ist natürlich nicht alles, was ich hier mache, ja, ganz klar. Und muss ja auch meine Familie irgendwie versorgen. Hab auch noch viele andere kreative Prozesse und Projekte, wo ich irgendwie noch mit drinne bin. Und ja, das Leben kann manchmal ziemlich anspruchsvoll sein und einen dort ziemlich herausfordern. Und ja, da passiert es immer wieder, dass man gestresst wird, dass man dann durch den Stress Entscheidungen trifft, die nicht wirklich dem eigenen inneren Wesen entsprechen und dann dementsprechend
Ja, einen runterziehen, weil der Körper einen damit sagen will, hey, Bro, Sister, was machst du da? Ey, das ist nicht das, was du wirklich bist. Also hör doch auf damit, das zu machen, ja? Lass es doch sein. Da will dir niemand was Schlechtes, da will dir einfach nur das Universum, Peace, Bro, ja, einfach nur zeigen, ja, dass es da noch viel mehr gibt. Dass für dich einfach, dass du es nicht wert bist, dich mit dir selbst und deinem Leben so umzugehen. Und deswegen gibt es solche Phasen, die man also somit auch herzlich willkommen heißen soll, sie umarmen soll, solche Phasen, und sich freuen soll, dass es mal wieder soweit ist. Auch wenn man sich in diesem Moment einfach nicht freuen kann, ja. Also, es gibt auch so eine, es gab auch mal in meinem Leben so eine Phase, und ich kenne auch so Personen, das waren meistens auch Mädels, ohne jetzt hier sexistisch sein zu wollen, aber es waren halt einfach oftmals Mädels, ja, die wissen, dass das Negative da ist, aber da halt sich so selber sagen, hey, das Negative ist ja positiv letzten Endes, ja, weil es ja immer was Positives herausbringt. Also existiert das Negative ja eigentlich gar nicht. Also es ist ja immer positiv. Nein. So, das habe ich schon oft. Und dann waren diese Personen auch oft Personen, die dann sich so ein bisschen drumherum gewunden haben damit, weil sie dann immer gesagt haben, nein, das Negative ist doch immer positiv, es kommt immer was Positives raus. Also wieso das Negative negativ sehen und so. Nicht nur sehen, sondern warum das Negative überhaupt erspüren, ne? Weil es ist ja eh negativ, es ist eh positiv. Und das ist so ein kleiner Abwehrmechanismus, ja, so ein kleiner mentaler Hirnfick sozusagen, dass man da versucht, sich so ein bisschen drumherum zu mogeln. Nein, das Negative ist negativ. Es tut weh, es schmerzt nun mal einfach, und es ist deswegen letzten Endes so wertvoll, weil es negativ ist. Nicht, weil es dann positiv wird, ne? Sondern weil es negativ ist, weil es Druck ausübt, weil es wehtut, dadurch wird es dann in der Transformation wertvoll. Und deswegen, ich weiß, es tut weh. Und ja, manchmal denkt man sich so, boah, fuck, ey, jetzt geht das schon wieder los, ja. Jetzt muss ich da schon wieder durch, so. Aber diese Dinge sind ganz, ganz wichtig, um sich auch mit seinen Schatten auseinanderzusetzen. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene individuelle Prozesse, in denen da ein Mensch drinne steckt, wo auch Verhaltensweisen, die natürlich zurückzuführen sind auf kindliche, frühkindliche Erfahrungen, die dort auch gelöst werden können in solchen Abschnitten. Wenn es dir immer positiv geht, wenn immer alles toll ist, warum willst du dich dann verändern? Wie willst du dann wachsen? Das ist ja dann immer positiv, ist doch dann immer gut so. Und da wird man nie eine Erkenntnis haben, die wehgetan hat und durch den Schmerz dann dadurch gewachsen ist, ja. Also von daher liebt auch die schmerzhaften Seiten des Lebens. So, genau, ich bin dann also irgendwann mal von meiner Erkältung, wo ich dann wirklich gar nichts gemacht habe, sondern einfach nur rumlag, wie so ein Häufchen Elend, ja, irgendwann mal wieder gesund geworden und hab dann wieder mit diesen Sachen weitergemacht, die mir sonst immer auch sehr gut getan haben, ne? Und es ist so ganz lustig irgendwie zu sehen, wenn ich so schlecht drauf bin und ich dann an die Dinge denke, die mir jetzt helfen würden, dass ich wieder zu meiner wahren Kraft, zu meiner Macht komme, Baby, ja, wenn ich wieder daran denke, dann in so einem Zustand, dann fühlt sich das so richtig, ja, so ein Widerstand ist dann schon da, weil das Negative und auch dieser kleine bockige Junge ganz genau weiß, dass wenn er das und das macht, dass er dann verschwindet sozusagen, ja, und dann dieses bockige, dieses, ja, dass man so schmollt, das sozusagen irgendwo, ob das jetzt nun unbewusster ist oder bewusster ist, dass das irgendwie, dass man daran festhalten will und man ganz genau weiß, wenn man jenige Sachen jetzt macht, dann wird einem das gut tun. Und das will das halt einfach irgendwie aus. Also bei mir ist es zumindest so, vielleicht kennt ihr das auch, in so einem Zustand, dass man dann, ja, sich so richtig schön selbst bemitleidet und dann natürlich auch nur Sachen macht, die das noch weiter, ja, wachsen lassen, wo man dann weiter dran festhalten kann. Aber natürlich, wir sind ja alle schon weiße Seelen, ja, wir sind alle schon natürlich gereifte Seelen und starkmütig und wunderschön und wissen ganz genau, ach, das ist nur unser inneres, kleines, verletztes Kind drauf geschissen, ja, wir machen jetzt den Hotten-Shit, den Reifen-Shit, ja, und ziehen das einfach durch, so. Und was mache ich?
für mich, ich mache natürlich als erstes meine Meditationen, meine Freunde, weil Meditation für mich einfach so mega wichtig ist. Wenn ich gestresst bin, wenn ich mir so tausend Sachen durch den Kopf schießen, Sorgen, Pläne, Abhängigkeiten, Bedingungen, was auch immer, ja, als Verantwortung und so weiter. Und ich nicht meditiere, wenn ich einfach nicht meditiere, da dauert es vielleicht 1-2 Wochen, oh, und dann werde ich so einen richtig kleinen, fiesen, miesen Wichser sozusagen, so ein Arschloch einfach, der einfach überall nur rumzunörgeln hat, überall rumzumeckern hat und auch gar nicht mehr weiß, warum. Weil es ist okay, wenn dir etwas nicht gefällt, es ist okay, wenn du deine Grenze ziehst und wenn du dich auch einfach manchmal aufregst, das ist vollkommen in Ordnung. Aber warum, weshalb, das muss natürlich für dich einen Sinn haben, einen authentischen Grund haben, warum du das tust. Und wenn du schon gar nicht mehr weißt, weshalb, warum und nicht weiß, was oben und unten ist und du einfach nur in dem Chaos hin und her trudelst, dann klar, dann fühlst du dich einfach nur noch scheiße. Deswegen für mich, wenn ich dann meditiere, ja, dann dauert es auch nur 1-2 Tage, 3 Tage, wenn ich es jeden Tag mache, wo ich mich schon viel, viel klarer fühle, viel mehr zentriert bin und viel krasseren Bezug zu meinem Selbst habe und dadurch halt auch weiß, warum ich die Dinge tue und mich dabei natürlich dann viel besser fühle. Bei mir ist es die Meditation, aber das muss nicht bei jedem sein, ne? Also ich habe zum Beispiel einen Verwandten und ich liebe diesen Jungen, der ist einfach so cool. Ja, ich mag den einfach immer, wenn ich ihn sehe. Ich muss immer, mein Herz geht auf, ich muss lachen. Und er macht das ganz viel über kreative Sachen, über Musik und auch über Musikproduktion und halt kreative Projekte, wo man sich einfach auch fallen lassen kann, wo man mit der Musik geht, mit dem Rhythmus geht, mit einfach das, was dieses Alltägliche so ablegt und einfach mal wieder sich zentriert, mal wieder zu sich selbst kommt und wieder mal, ne, ausgeglichen wird, sich erdet sozusagen, ja. Jetzt hier in allen den Ratschlägen, um ein glücklicheres Leben zu führen, da geht es jetzt auch nicht darum, irgendwie Gott zu treffen oder was auch immer und irgendwie ganz abgefahrene spirituelle Erfahrungen zu sammeln, sondern geht es wirklich einfach nur darum, ein reifes und ja, eloquentes und selbstbestimmtes, glückliches Leben zu führen. Das ist ja nicht das Gleiche. Das ist anderes, nochmal was ganz anderes, ne? Deswegen, nur damit ihr da auch nochmal wisst, wohin das jetzt hier geht. Und ja, also man muss es nicht machen, ne? Meditation, aber man muss halt irgendwas für sich selber finden, wo man einfach mal die Birne ausschalten kann, wo man einfach diesen Alltagsscheiß hinter sich lassen kann, ja. Manche machen das ja auch mit Sport, ja, die bringen ihren Körper richtig bis zur Grenze, ja, wo alles, das ganze innere System, also diese Gedanken so dann auch zusammenbrechen, wo man dann einfach nur so richtig schön entspannt, richtig schön kaputt ist danach, wo man so, so richtig schön, ja, einfach nur so eine schöne Stille in den Körper kommt und dann jede Zelle im Organismus mit so einem, ja, wunderbaren Gefühl fusioniert. Und das nächste, was ich dann mache, auch meistens gleich danach, also nach meiner Meditation, wenn man jetzt nicht meditiert, dann halt nach dem Sport und nach dem, was man getan hat, wo man sich dann wieder ein bisschen befreiter und zentrierter fühlt, ich schreibe meine Gedanken auf. Ich schreibe meine Gefühle auf, ich beschreibe mich selbst, ich beschreibe meine Lebenssituation, beschreibe auch dann selbstreflektiert dazu meine Wünsche oder meine Ängste und was auch immer, was da halt gerade so kommt und schreibe mir das einfach auf, ja. Es muss nicht viel sein, es kann aber auch viel sein, ist ganz egal, aber wichtig ist, dass ich es aufschreibe, weil dadurch, da geht es dann gar nicht so darum, dass man dann dadurch irgendwie zu den heiligen Schlüssel, zu der Antwort aller Fragen kommt. Darum geht's ja gar nicht so sehr. Es wäre natürlich schön, wenn es passiert und kann auch passieren, ganz klar. Aber so what? Es geht eher mehr darum, dass man entspannt wird, dass man sich anfängt, im Alltag mit seinen Gedanken und Gefühlen auseinanderzusetzen. Damit fängt man schon an, das Gehirn so ein klein wenig zu programmieren, das Unterbewusstsein zu verändern, weil man dort dann auch immer weiter anfängt, eine andere Herangehensweise zu kreieren. Man fängt einfach an, anders mit sich selber umzugehen. Das beeinflusst so viel, wie man selbst mit sich selbst umgeht, verändert das ganze Leben, verändert die ganze Welt, verändert das ganze Universum, Baby. Quantenphysik, yeah, Mann, so ist es nämlich letzten Endes. Und deswegen, macht es, ich empfehle es euch, macht es, ist mein Ratschlag von mir, schreibt euch die Sachen auf, die euch, wie gesagt, betreffen,
verletzen, erheben, erblühen lassen und schreibt sie nieder. Werde zu einem Selbsterforscher, ja? Zu einem Forscher des eigenen Selbstes und schreibt euch alles auf, was euch da gerade in den Kopf schießt. Dann die dritte Sache, die sich für mich als so wertvoll gezeigt hat. Heilige Scheiße, ist das wertvoll. Mein Gott, ohne Spaß. Und das ist Spiegelarbeit. Am Anfang, wo ich das erste Mal das gehört hatte von einer Freundin damals, die das gesagt hat, ich soll das unbedingt machen, ist ganz, ganz wichtig und so. Ich habe gedacht, da sitze ich dann vor dem Spiegel, ja. Ich muss vielleicht vorher erklären, Spiegelarbeit bedeutet, man geht vor dem Spiegel, schaut sich selbst in die Augen und redet mit sich selbst, ja. Und fängt an, sich selbst die Dinge zu sagen, die man sich von sich selber wünscht. Und ich habe am Anfang gedacht, ja toll, ne, was, wenn ich mich scheiße fühle, dann soll ich mich da positiv da beeinflussen, weil darum geht es nämlich genau, dass man sich selbst programmiert, dass man anfängt, den eigenen Geist selbstständig und ganz bewusst zu programmieren, ja. Und ich habe mir gedacht, da verarsche ich mich ja selbst letzten Endes damit, so, und das soll klappen, so, und war da ziemlich am Zweifeln und sehr skeptisch gewesen, aber mittlerweile liebe ich den Shit, liebe ich das ohne Ende, es tut einfach so gut. Am Anfang denkt man auch, man hat einen an der Waffel, wenn man da mit sich selber redet und da teilweise dann mit der Zeit Gespräche entstehen, wo man dann, wenn man daneben stehen würde, oder man hat einen Nachbar, der ganz genau weiß, dass man gerade alleine zu Hause ist, vielleicht denkt der Junge, der hat ein kleines Rad ab, ja, weil man, ja, es ist nach den gesellschaftlichen Vorstellungen, was so normal ist, ist das vielleicht doch ein bisschen sehr speziell und wirkt dann ein bisschen schrullig, aber was soll's, weil es tut dir gut und der Rest ist vollkommen egal. So, und da ist ganz, ganz wichtig, was ich euch empfehlen kann, ist, um das wirklich intensiv zu machen, um das wirklich die Qualität und den Wert daran zu steigern. Seid dabei trotzdem ehrlich zu euch selber. Seid authentisch dabei. Erzählt euch nicht nur irgendeinen Quark, den ihr euch selbst eh nicht glaubt, ja, sondern holt euch dort ab. Das ist ja wie bei Kranken, bei geisteskranken Menschen oder bei auch demenzalten Personen. Wenn man mit denen arbeitet, dann muss man sie auch in ihrer Welt langsam abholen und langsam dorthin führen. So müsst ihr ungefähr euch vorstellen, dass ihr dort mit euch selber umgehen müsst, ja. Und was auch dabei wichtig ist, geht mit euch so um, als wärt ihr eure große Liebe, als wärt ihr die Person, die ihr über alles liebt. Und wenn ihr zum Beispiel eine Person kennt, ja, die ihr über alles liebt, ja, die euch den ganzen Tag im Kopf ist und die sich in euer Bewusstsein reingebrannt hat, ja, und ihr liebt sie einfach über alles, weil ihr ganzes Wesen, ihre Bewegungen, ihr Geist, ja, und alles einfach so faszinierend an ihr ist, dann, und ihr seht, dass sie traurig ist, was macht ihr dann? Natürlich tut sie ihn jetzt nicht beleidigen, sondern ihr versucht sie aufzubauen. Ihr versucht sie dort abzuholen, wo sie ist, und ihr versucht sie aufzubauen. Und genauso müsst ihr mit euch selber umgehen. Geht mit euch selber so um, als wenn ihr das seid, was ihr am meisten liebt. Oder das beste und tollste Idol, was ihr habt. Und stellt euch einfach vor, ihr selber seid das so. Und ihr wollt einfach, dass ihr das Beste aus euch rausholt, natürlich, weil ihr euch einfach selbst abfeiert. So. Das hat auch nichts mit Selbstverliebtheit zu tun oder mit Arroganz oder sonst was. Das ist einfach. Was hat es für einen Sinn, euch nicht zu lieben? Was hat es für einen Sinn? Gar keinen Sinn. Du kannst auch, wenn du jemanden liebst, mit ihm konsequent umgehen und denjenigen helfen. Also das, wenn du jemanden hasst oder ja, mit Hass erreichst du gar nichts bei dir. Das bringt nichts. Deswegen liebe dich einfach und geh mit dir dann so dort um. Du könntest zum Beispiel, ich nenne dir einfach mal ein Beispiel, okay? Also, ne? Kennt die ein oder anderen, kennt vielleicht von euch noch aus eurer Kindheit diesen Anime Dragon Ball Z. Wenn ihr den nicht kennt, nicht so schlimm, ich erzähl's euch einfach schnell. Da gibt es so eine Gruppe von Personen, die sind Außerirdische, ne? Und diese Außerirdischen, die nennen sich Saiyajins. Und wenn die dann gestorben sind, nicht gestorben sind, wenn die fast gestorben sind, also wenn die so richtig am Arsch waren
aber dann wieder geheilt werden durch irgendeine Zauberfrucht oder sonst was, ja, dann sind die noch viel, viel stärker als vorher, ja, deren Kampfkraft sozusagen, deren Stärke wächst ins Unermessliche dann. Und genau so habe ich dann auch mit mir geredet dann. Ich habe gesagt, weißt du was, Yassin, klar, dir ging es jetzt scheiße, du hast dich vielleicht hier und da fehlverhalten, aber das, du musst es so sehen. Mach das auch immer so, ich sage das immer vom Spiegel so, als wenn in der Du-Form, also wie so mit dem Spiegelbild rede, und dann mache ich das selber nochmal in der Ich-Form. Und das ist einfach, weiß nicht, warum ich das mache, aber es fühlt sich einfach für mich dann nochmal so doppelt gemoppelt und nochmal so richtig aus beiden Perspektiven selbst reflektiert und nochmal zurückreflektiert, richtig schön einprogrammiert dann auch an. So. Ich habe dann gesagt, pass auf, Yasin, dir ging es jetzt vielleicht scheiße, du warst am Boden zerstört. Ah, das ist wie bei Super Saiyajins, weißt du, wenn du jetzt wieder rauskommst, dann bist du doppelt so weise, doppelt so stark, doppelt so liebevoll und doppelt so mutig wie vorher. Und du hast dann einfach noch die doppelte Kraft, um alles nach außen zu strahlen und dir das zu holen, was dir gehört und was für dich bestimmt, vorherbestimmt und was letzten Endes dein Wert auf diesem Planeten ist. Und dein Wert ist, dass du der Gott deines eigenen Palastes bist, dass du der König deines eigenen Königreiches bist. Das ist der Wert, der dir gehört und das ist die Wahrheit so. Und der Rest, der ist nur dafür da, um deine Ausdauer zu testen, um dich noch stärker, noch schöner zu machen. So, und das sind so Dinge, wo ich mich einfach abhole, wo ich mich von dort abhole und da ehrlich bin, dass ich halt dort halt mir nicht gut gegen dies und das gemacht hatte und hol mich halt aber dort ab und ziehe mich dann dorthin, wo ich nämlich hin will und wo ich nämlich denke, wo ich hingehöre, nehme mich in mein eigenen Königreich, wo ich entscheide, was ich fühlen möchte und wo ich entscheide, was ich beobachte, was ich wahrnehme und was ich in mein Leben verändern will, gestalten will und wachsen lassen will. Ja, und das ist die dritte Säule. Und diesen drei Säulen, es gibt noch viele andere Dinge, ne? Ganz klar, es gibt noch ganz viele andere Dinge, aber diese drei Säulen, die reichen mir schon vollkommen aus. Damit bin ich schon vollkommen beschäftigt, ja, um da das Beste momentan aus mir rauszuholen, was halt geht, ja. Wie gesagt, das Leben ist unterschiedlich, ja. Die Sterne stehen immer in anderen Konstellationen. Es gibt immer andere Gravitationsfelder, die auf diesem Planeten Wechselwirkung erscheinen und natürlich das eigenes Selbst anders beeinflussen, so. Aber das Beste, was möglich ist, ist auf jeden Fall möglich und deswegen will ich das natürlich in mein Leben integrieren und deswegen diese drei Schritte. Ich mache auch genau diese Reihenfolge. Erstmal hole ich mich runter, bringe mich selbst in die Ruhe wieder rein durch Meditation. Das kann man gegebenenfalls mit anderen Sachen machen. Dann schreibe ich mir die Sachen auf, die mir momentan durch den Kopf gehen und meine Gefühle und alles und wie ich dazu stehe. Und drittens dann die Spiegelarbeit. Und diese Reihenfolge ist auch relativ praktisch, weil du dich ja erstmal, wenn du voll gestresst bist und du gehst vor dem Spiegel, ja, dann fällt es dir wirklich sehr, sehr schwer, dir etwas Gutes zu sagen. Und fällt es dir auch sehr schwer, irgendwie genau zu wissen, wie es dir momentan geht. Wenn du aber erstmal meditierst und zur Ruhe kommst und dann deine Sachen aufschreibst, also dich mit dir selber beschäftigst und dadurch auch wieder weißt, was momentan in dir selber abläuft und dann mit Spiegelarbeit anfängst, ja. Dann bist du vor dem Spiegel viel mehr in Kraft deines eigenen Selbstes, viel mehr bemächtigt dann auch genau das zu wissen, was du von dir selber willst und auch ein bisschen mehr im Fluss, um dir auch dann die schönen Dinge zu sagen. Und klar, am Anfang ist das vielleicht merkwürdig. Es kommt halt drauf an, was du für ein Typ bist, ja. Also es kann ja auch sein, dass du wirklich momentan in einer sehr beschissenen Situation bist, wo du dich wirklich richtig schlecht fühlst. Und glaub mir, ich habe mich auch schon mein Leben sehr, sehr schlecht gefühlt und es waren schon sehr, sehr beschissene Zeiten am Start so. Und dann fällt es natürlich sehr schwer, dir etwas Gutes zu sagen, ja. Vielleicht ist es erstmal ein merkwürdiges Gefühl, aber du wirst sehen, umso öfter du das machst, umso netter und umso offener du zu dir selber bist dabei, umso mehr wird sich das in eine sehr kräftige und sehr mächtige, auch schöne, wertvolle und erhebende Werkstätte deines eigenen Selbst verwandeln, wo du einfach mit dir selbst arbeitest und an dir selber, ja, die Werke kreierst, die du in diesem Universum manifestieren willst. Also von daher wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag, mal diesmal ein bisschen kürzer. Ich kann euch nur sagen, dass
es jetzt hier bald auch natürlich viele andere Projekte kommen werden. Hier und da kann es natürlich sein, dass es mal nicht so viele Podcasts gibt wie an anderen Tagen, aber man möge es mir doch verzeihen. Wir werden auf jeden Fall viele Projekte starten. Viele Dinge sind bereits geplant, die aber noch ein bisschen dauern. Aber da kommt einiges auf euch zu und auf uns zu. Und ihr seid da mitten dabei. Wir haben nämlich einige Sachen geplant, die wir bald präsentieren werden, wo wir auch natürlich uns ein klein wenig die Pumpe geht, ja, und die wir aber natürlich aufzeichnen werden diesmal, um das in diese Welt hinauszubringen und natürlich eine Botschaft dazu damit zu vermitteln, nämlich, dass alles möglich ist, dass man die Kraft hat dazu, alles zu schaffen, was man selber will, was man selber in dieser Welt präsentieren will und nicht nur präsentieren, sondern was man auch zurückbekommen will, weil das, was man tut, das, was man nach außen bringt, ist dann letzten Endes auch das, was man zurückbekommt. Und von daher, ja, seid mutig, groß zu denken, seid mutig genug, euch nicht nur für das zu entscheiden, was in eurer Komfortzone ist, sondern geht darüber hinaus, erweitert euren Horizont und nehmt euch das, was euch gut tut, was ihr liebt. Also von daher, haut rein, meine Freunde, Freundinnen und was es sonst noch so gibt. Bis bald.